Es ist sehr viel gegangen in sehr, sehr kurzer Zeit. Und es verlangt nach sehr präzisen, sehr genauen Prozessen, Systemen, die eingesetzt werden müssen. Ist eigentlich gesehen, was es für ganz verschiedene neue Medien gibt, Output-Medien, vor allem zum Beispiel die Codes, die man mit dem iPhone kann fotografieren und dann ganz, ganz viele Informationen rausholen. Vor allem haben wir die Sachen um QR-Codes interessiert. Das ist etwas, das sicher schon lange rum ist. Wir noch nicht wirklich ausschöpfen und da ist Potenzial drin und auch Innovation. Und das ist etwas, was ich bestimmt schätze, dass halt auch immer Innovation noch im Spiel drin ist. Der Unterschied zwischen B2B und B2C ist nicht dermassen fundamental, wie man immer meint. Weil der B2B-Einkäufer online ist kein anderer Mensch, als er B2C ist. In der Freizeit ist er B2C unterwegs, online ist er B2B während der Geschäftszeit unterwegs. Vor einem Jahr als Pilotkund Media Solution 3 einführen und sind total begeistert gewesen, vor allem von der Kompetenz der Leute und von der Bereitschaft von allen zusammen von der Firma Stempfli und allen Involvierten auch mit uns das noch fertig zu machen und auch auf Input von uns als Kunden zu hören. Das hat total begeistert.